Estábamos citados. El trato estaba hecho. Es war fest abgemacht, dass er heute mit Ihrem Schwiegervater spricht. Ich habe doch gesagt, es ist etwas dazwischen gekommen. Sowas passiert halt. Ja, zum dritten Mal. Ya se me acabó con la paciencia. En este negocio es muy peligroso querer engañar. Er will sich nicht länger verschaukeln lassen. Kommentoren sind in dieser Branche sehr gefährlich. Er wollte ein Piece vom Typ Stain Mark II und die hat er bekommen. Pero si solo nos han dado basura, chatarra por 100.000 dólares. Schrott hat er bekommen. Schrott für 100.000 Dollar. Die Ware war einwandfrei. Aber ich werde mit meinem Schwiegervater reden. Und zwar genauso, wie Sie es mir aufgetragen haben. Wo kann ich Sie erreichen? Wir rufen Sie an, heute Nachmittag noch. Pero suspero que lo piense bien. Ya no nos queda mucho tiempo. Ihr Schwiegervater soll sich das gut überlegen. Er hat nicht mehr viel Zeit. Sie sehen nicht so aus, als ob Sie Spaß verstehen. Sagen Sie das dem Chef. Warum? Am 1. gehe ich. Und ich bin froh darüber. Wirklich? Aber älter. Am liebsten würde ich den ganzen Kram auch anschmeißen. Aber schließlich bin ich mit der Firma verheiratet, verstehen Sie? Wenn Sie mich brauchen, ich bin im Lager. Der Chef schon gemeldet? Bitte? Der Chef hat angerufen. Nein, noch nicht. Sind Sie weg? Ja, aber die kommen wieder. Ah, geben Sie her. Danke. Noch was? Nein, danke, Herr Bastian. Und wo kann ich ihn denn erreichen? Beim Finanzamt in einer halben Stunde. Auch das noch. Von der Waffenfabrik Anschritte an den Chef? Persönlich. So was haben die noch nie gestellt. Doch, doch. Ich habe auch schon mal so ein Ding bekommen. So ein kleines Bestechungsgeschenk. Ja, und was für einer, den kenne ich. Nicht, ist doch für den Chef persönlich. Angst hat sie. Gut, dann bringe ich sie eben auf seinen Schreibtisch. Vielleicht braucht er es, wenn er vom Finanzamt kommt. Jakobs Waffenhandel. Um was geht es bitte? Ah, Augenblick, ich verbinde Sie. Übernehmen Sie bitte. Schade, ich dachte, er wär's. Dann gebe ich Ihnen sofort Bescheid. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Kaffee? Könnte ich jetzt gebrauchen. Aber bitte nicht wieder eine Ihrer Spezialmarke. Verletzt. Wirklich, ist alles in Ordnung? Sag doch was. Sie hat einen Schock.
Lassen Sie zufrieden. Ich trinke Sie mal einen Schluck. Kriminalhauptmeister Arnold Matowski, verheiratet, 2 Kinder. Vor einigen Jahren zerschoss ihm ein Bankräuber das linke Handgelenk. Aufgrund einer Sondergenehmigung weiter im Dienst. Nein, schön austrinken. Wer sind Sie eigentlich? Wir sind befreundet. Ich arbeite hier im Lager. Wie heißen Sie? Peter Höfe. Dann gehen Sie mal wieder raus, Herr Höfer. Hier können wir Sie sowieso nicht brauchen. Ich kann nichts anderes sagen. Wirklich nicht. Es war ein Paket, ein ganz normales Paket. Geht's jetzt besser? Ja, ja. Von der Firma Anschede. Kennen Sie die Firma? Ja, natürlich. Seit 10 Jahren arbeiten wir zusammen. Kriminalobermeister Theodor Beer. Glücklich und wohlhabend verheiratet. Keine Kinder. War was Besonderes an dem Paket? Nein. Naja, die Anschrift war an den Chef adressiert. Persönlich hat drauf gestanden, die Sekretärin meint, sowas machen die sonst nie. Ist es mit der Post gekommen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Bote hat es reingebracht. Eine Briefmarke drauf. Darauf habe ich nicht geachtet. Kriminalobermeister Eberhard Seidel, Junggeselle und Benjamin im SK1. Hat es der Bote in das Zimmer des Chefs gebracht? Danke. Nein, das war ich. Wer ahnt denn sowas? Wenn die Sekretärin nicht gewesen wäre, dann hätte ich es auch aufgemacht. Dann wären Sie jetzt tot? Ja. Kriminalhauptmeister Kurt Diekmann, verheiratet, 1 Kind. Ein erfahrener, routinierter Praktiker. Sie sind über 50 und noch nicht mal ein Jahr hier. Und trotzdem wollen Sie schon wieder weg? Herr Jakobs hat mich entlassen. Weshalb? Ich habe Asthma. Keine volle Leistung. Ist eine harte Einstellung. Ein hartes Geschäft. Entschuldigen Sie, darf ich? Bitte. Aber nur halb so schlimm. Ich habe keine Familie. Und warum soll er auf mich Rücksicht nehmen? Sowas kennt er sowieso nicht. Das hat er nicht mal bei seinem Bruder getan. Bei seinem Bruder? Der war Mitinhaber, bis Herr Jakobs ihn entmündigen ließ. Weshalb? Er ist manisch irre, angeblich. Hat Herr Jakobs viele Feinde? Die kommen bei diesem Geschäft ganz von allein. Mit wem hat er denn besonders viel Ärger gehabt? Herr Helter. Ich kann über solche Interna nicht sprechen. Es ist nicht korrekt. Nicht korrekt? Beinahe hätten wir 2 Tote gehabt. Ist das vielleicht korrekt? Jetzt sehen Sie mal Ihren hanseatischen Anzug aus, Herr Helter. Mit wem hat er besonders viel Ärger gehabt? Kannst du mich nicht einmal in Ruhe lassen? Dein Mann hat eben angerufen. Hast du Zeit bis nachher? Ja, wenn du meinst, ich dachte, dass es dich vielleicht interessiert. Nun sag schon, was wollte Robert? Ja, jetzt auf einmal. Warum denn nicht gleich? Ich bin nicht dein Dienstbote, ich bin immer noch dein Onkel. Ist ja schon gut, aber sag jetzt endlich, was los ist. Eine Bombe ist explodiert bei deinem Vater auf dem Schreibtisch. Oh, das ist doch nicht möglich. Ist ihm was passiert? Nein, ich war gar nicht da. Verstehe das nicht. Sonst ist er immer um diese Zeit im Büro. Ist sonst jemand verletzt? Danach habe ich nicht gefragt. Wusste ja nicht, dass dich das interessiert. Oh, Idiot! Jeden Tag ist er im Büro. Heute nicht. Als ob er das geahnt hat. Ja, danke. Machen Sie mal wieder Platz für die Feuerwehr. Firma Anschede weiß nichts von einem Paket. Das war anzunehmen. Hier, hoffentlich kannst du es lesen. Ich versuch's mal. Was gibt's denn jetzt für Sie, Leute? Gehen Sie an Ihre Arbeit. Sie behindern nur die Polizei. Das machen Sie schon. Mein Name ist Jakobs. Ich bin hier der Chef. Liebe Zeit, sieht das aus. Und das war alles neu. Die Versicherung wird sich freuen. So viel ich weiß, ist die Versicherung bei Bomben aus dem Schneider. Wo ist meine Sekretärin? Im Aufenthaltsraum hat sich ein bisschen hingelegt. Ist sie verletzt? Nur Hautabschürfung, aber sie hat einen Schock. Gehen wir ins Büro von Herrn Heldtau. Kommen Sie, meine Herren. Gott sei Dank, dass dir nichts passiert ist. Das ist meine Tochter. Guten Tag. Guten Tag. Kommst du mit rüber? Herr Jakobs, ist es besser, wenn wir uns allein unterhalten? Weshalb? Sie wird doch wohl noch... Lass gut sein, Paps. Ich warte hier auf dich. In Ordnung. Gut. Dem Mann ist nichts passiert. Ich sag's nur, damit Sie sich keine Sorgen machen. Sie haben eine etwas sonderbare Vorstellung von unserem Beruf. Das ist ein Geschäft wie jedes andere auch. Nur ein bisschen gefährlicher. Das hätte überall passieren können, ich meine heutzutage. Ein Verrückter. Spricht er zufällig Spanisch? Spanisch? Das verstehe ich nicht. Was meinen Sie damit?
Ich meine die Südamerikaner, die um die 100.000 Dollar betrogen worden sind. Hier ist niemand betrogen worden. Und solange ich hier bin, hat es noch nie zweifelhafte Geschäfte gegeben. Ja, ja. Und vorher? Vorher? Vorher auch nicht. Ach, hier bist du. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich komme gleich. Das ist meine Frau. Und was ist mit Otto Jacobs, dem Bruder? Warum musste der ausscheiden? Weil er krank ist. Oder weil er gewisse Geschäfte nicht mitmachen wollte. Das behauptet er, aber wenn jemand morgens auf seinem Schreibtisch sitzt, seine Kette Würstchen in den Hals hat und sagt, ich bin ein Nicknackmann, was ist er dann? Betrunken. Nein, er ist krank. Ich meine, das merkt man nicht sofort, aber der Mann braucht Pflege. Schön, dann sagen Sie uns mal, wo wir die Südamerikaner erreichen können. Das weiß ich nicht. Die rufen mal kurz vorher an und dann sind sie da. Sagen Sie, brauchen Sie mich noch? Nein. Danke. Die müssen gewusst haben, dass Sie nicht im Büro waren. Den Tod nützen Sie denen ja nichts. Das würde ich nicht sagen. Ohne mich hätten die mit meiner Tochter natürlich ein leichteres Spiel. Sie scheinen das sehr gelassen zu nehmen. Schon nicht zum ersten Mal, dass man mich erpressen will. Dafür sorgen schon die Zeitungen mit ihren Sensationsberichten. Und die Welt ist voll von Irren. Wann hat man es denn das letzte Mal versucht? Gestern. Da hat einer angerufen, wollte nur 250.000 Mark. Witzbold. Und was werden Sie tun? Was ich bisher immer gemacht habe, ignorieren. Wenn man hart bleibt, erledigt sich das alles von selbst. Wie viel sind 100.000 Dollar in deutschem Geld? 250.000 Mark. Also genau das, was die Südamerikaner bezahlt haben. Was für Südamerikaner? Denen sie für 100.000 Dollar kanadische Sten Mark II-Maschinenpistolen verkauft haben. Moment. Da sind Sie nicht richtig informiert. Denen habe ich Dekorationswaffen geliefert. Ganz legal. Wieso? Das waren doch echte Maschinenpistolen. Waren, ja. Wir haben sie unbrauchbar gemacht. Dekoration für 100.000 Dollar? Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Mit der Erpressung haben die Südamerikaner jedenfalls nichts zu tun. Das wird sich herausstellen. Wir werden Ihr Telefon überwachen. Gar nichts werden Sie machen. Mein Telefon überwacht keiner. Dazu brauchen Sie meine Genehmigung. Und die wollen Sie uns nicht geben? Die Kunden erwarten von mir strengste Diskretion. Wenn die nicht mehr gewährleistet ist, dann kann ich den Laden zumachen. Tut mir leid, das geht nicht. So, was musste ja mal passieren? War nur eine Frage der Zeit. So kann man eben keine Geschäfte machen. Kritisier gefälligst nicht meinen Vater. Dazu hast du kein Recht. Kein Recht? Ich wäre um ein Haar in die Luft geflogen. Du bist es aber nicht. Enttäuscht? Ein paar Sekunden später und das Ding wäre mir in den Händen explodiert. Warum? Wegen lumpiger 100.000 Dollar. Lumpiger? Was hast du denn verdient? Damals als Vertreter. Ich war kein Vertreter, ich war Techniker. So viel Geld hast du doch in deinem ganzen Leben nicht gemacht. Ich weiß. Ich hab's nicht vergessen und du hast es mir auch häufig genug vorgehalten, wie viel oder besser gesagt, wie wenig ich verdiente. Dann hör auf, so zu reden. Du hast eine gute Stellung und tot machst du dich bei dieser Arbeit auch nicht. Seit neuestem bin ich da nicht mehr so sicher. Das ändert nichts an der Tatsache. Alles, was du jetzt bist, verdankst du meinem Vater. Und dir, das wolltest du doch sagen, oder? Und wenn ich jetzt nicht mehr mitmache? Ach, du willst dich trennen. Schon wieder mal. Was meinst du, wird dein Vater sagen, wenn er erfährt, wo du dich nachts rumtreibst? Was ist dann? Hast du Beweise? Rausschmeißen wird er dich. Sag mal, was soll das alles, Inge? Was soll das? Ist doch völlig sinnlos, dass wir uns das Leben zur Hölle machen. Lass dich doch scheiden! Übernimm die Schuld und ich tu's. Damit dein Vater mich ohne einen Pfennig rausschmeißt? Nein, Ingrid, ich denk nicht dran. Und ich denke nicht daran zu zahlen. Ich halte nichts von dieser Art von Gleichberechtigung. So, jetzt gehe ich nach Hause. Dann will ich dich nicht aufhalten. Ich an deiner Stelle würde Vater aus der Sache herauslassen. Ist es besser für uns? Besonders aber für dich. Guten Tag, Hauptkommissar Dickmann. Ja, ich weiß, ich habe Sie oben schon gesehen. Aha, hier ist also das Lager. Geben Sie mir noch eine von den Sten Mark II-Maschinenpistolen. Die haben wir hier nicht. Was denn, nicht eine? Sie haben noch eine ganze Waggonladung davon verkauft. Ja, aber doch nicht in Hamburg. Das Geschäft ist über Antwerpen gelaufen. Ah, ich denke, das Hauptlager ist hier. Ja, für Jagdwaffen, Pistolen, Revolver, bisschen Sprengstoff haben wir auch hier. Bring das schon mal rauf, ich komme gleich nach. Sprengstoff, wofür denn das? Für Steinbrüche und so. Wer hat Zutritt zu diesem Raum? Ja, wer? Alle, die mit dem Verkauf zu tun haben.
Da kann ja jeder einen Sprengstoff an, da haben Sie überhaupt keine Kontrolle. Sehen Sie mal hier. Ich trage das alles genau ein. Na, als der Bruder von Herrn Jakobs noch da war, da konnte schon mal was wegkommen. Der nahm das nicht so genau. Ah, ja. Bei dem habe ich gelernt. Der konnte mit dem Zeug umgehen, unheimlich, sage ich Ihnen. Der hat sogar den alten Sprengmeister noch was vorgemacht. Kann ich das mal durchsehen? Danke. Hoffentlich werden Sie schlau daraus. Um Gottes Willen, jetzt schon? Ich habe noch gar nicht angefangen mit dem Essen. Ich will auch nicht. Wem gehört der Mantel hier? Dem Herrn von der Kriminalpolizei. Wo ist denn der? Oben, bei Ihrem Herrn Bruder. Ohne mich zu informieren, ist er unerhört. Nur ein kleines Plättchen. Keine 10 Pfennig wert. Und der Rückstoß verringert sich um 25%. Mhm. So einfach ist das. Man muss nur darauf kommen. Haben Sie viele solche Erfindungen gemacht? Jede, die aus diesem Hause kommt. Das habe ich gar nicht gern so hinter meinem Rücken. Was wollen Sie hier? Ihr Bruder ist Spezialist in Waffen. Wir möchten gern was über die Stanmark II erfahren. Darüber weiß er gar nichts. Die Stanmark II? Wenn einer darüber Bescheid weiß, bin ich das. Die Herren interessiert das Geschäft, nicht die Waffe. Doch, auch die Waffe. Uns interessiert, wie Sie sie unbrauchbar gemacht haben. Unbrauchbar? Ich habe eine da. Moment, das kann ich Ihnen zeigen. Das wirst du nicht. Halt den Mund, setz sie hin. Nimm die Hände weg. Weiß doch, wenn was passiert, mich kann kein Mensch belangen. Dafür hast du doch selbst gesorgt. Bitte verlassen Sie das Haus. Sie sehen ja selber, in welchem Zustand mein Bruder sich befindet. Er meinte, ich habe einen Jagdschein. Bitte gehen Sie jetzt. Das ist hier mein Haus und ich bin immer noch sein Vormund. Was ist das hier? Maschinenpistole. Eben nicht. Nur ein Dekorationsstück. Tut sich nichts. Verschluss ist verlötet. Mhm. Aber nur so. Was ist das jetzt? Maschinenpistole. Richtig. Eine Maschinenpistole. So schnell geht das. Nicht wahr, Richard? Halt endlich den Mund, du Idiot! Ich weiß ja nicht mehr, was du redest. Ah, mein Telefon, jetzt hast du mein Telefon kaputt gemacht. Weiß genau, dass ich nicht ohne Telefon sein kann. Na, keine Sorge, ja, dein Telefon ist in Ordnung. Die Herren wollten doch nur den Unterschied zwischen einem Dekorationsstück und einer Waffe wissen. Der Unterschied ist mir jetzt klar. Was ist Ihnen klar? Der Unterschied. Gar nichts ist Ihnen klar. Wissen Sie, was der wahre Unterschied ist? Hm? Mit Dekorationsstücken kann man handeln. Mit Waffen ist das verboten. Nicht wahr, Richard? Wie viele Jahre gibt es doch für illegalen Waffenhandel, Richard? Sie sehen wohl selbst, dass es besser ist, wenn Sie jetzt gehen. Warum sagst du es Ihnen nicht, Richard? Wie viele Jahre gibt es dafür? Bitte, meine Herren. Vielen Dank, Herr Jakobs. Danke. Merken Sie nicht, dass der Mann krank ist? Und trotzdem darf er so viele Waffen haben? Ohne Schlagbolzen, Spielzeug. Mein Geschwätz ist gefährlicher. Sie glauben das doch wohl nicht, oder? Wenn Sie noch was wissen wollen, kommen Sie immer wieder. Gern zu Ihren Diensten. Hallo, Jakobs. Wer ist denn da? Hallo. Sie sollten sich das mit dem Telefon noch mal überlegen. Das weiß doch keiner, dass wir mithören. Ich hintergehe meine Kunden nicht. Ach ja, natürlich. Daran habe ich nicht gedacht. Entschuldigen Sie bitte. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Wiedersehen. Wer war das? Ich weiß nicht. Es hat sich niemand gemeldet. Tag, Herr Helter. Ist ja ganz schön weit draußen hier. Ist ja eine Tagesreise. Tut mir leid, aber ich möchte nicht, dass man uns zusammen sieht. Mal, ja? Was kann ich für Sie tun? Ein Alsterwasser, ein Eimer voll. Also ein großes Alsterwasser. Ja, und schnell bitte. Hören, was ist? Die Südamerikaner haben wieder angerufen. Heute Nachmittag. Dann wissen Sie, Alter, dass Jakobs nichts passiert ist. Angeblich hatten Sie von der Bombe keine Ahnung. Ein Trick, vielleicht wollten Sie sich nur erkundigen. Ich bin davon überzeugt, dass es war. Wer sonst? Was haben Sie genau gesagt? Und Sie wollten den Chef sprechen. Aber nicht mehr im Büro. An der Alster um 7. Und Jakobs? Der geht nicht. Das würde ich an deiner Stelle auch nicht tun. Die Alster, was? Danke. Bitte. Ach, scheußlich. Aber bei mir schlafe ich ein. Da muss ich um einen Gefallen bitten, Herr Helder. Gehen Sie zum Treffen. Ich? Um Gottes Willen, bloß das nicht. Sie brauchen nur zu sagen, dass der Chef nicht kommt, hat einen Schock oder sowas. Ich weiß nicht. Gern tue ich das nicht. Die sind ganz schön wütend. Aber nicht auf Sie. Wir wollen es nur die Leute mal ein bisschen genauer ansehen. Und wenn die das merken? Die merken das nicht. Sie können sich darauf verlassen. Wir nehmen die besten Leute.
Wo willst du hin? Spazieren gehen. Kommst du mit? Das Essen ist gleich fertig. Bleib hier. Hast du Angst? Wovor soll ich Angst haben? Dass ich die beiden netten Beamten wieder treffe. Du willst doch nicht, dass ich mit ihnen rede. Warum hast du ihnen die Stenn gezeigt? Sie wollten sie doch so gern sehen. Ich weiß genau, was du wolltest. Stell dich nicht so blöd. Ich bin's, Richard. Das hast du doch schwarz auf weiß. Mach sowas nicht nochmal, wenn du weiter im Haus bleiben willst. Du kannst mich hier nicht loswerden. In eine Klapsmühle bringen oder sowas. Oder du verlierst das Geschäft. Steht doch im Testament von Vater. Was willst du eigentlich? Spazieren gehen. Na, geh doch zum Teufel! Kommst du mit? Hier, Paragraph 100a. Eine telefonische Überwachung des Opfers einer Erpressung ist gegen seinen Willen nicht möglich. Aber die Angestellten von Jakobs sind in größter Gefahr. Seine Sekretärin und sein Schwiegersohn wären beinahe draufgegangen. Und ein anderes gleich wirksames Mittel gibt's im Augenblick nicht. Nein, nein, Jakobs lehnt jeden persönlichen Schutz ab. Sie kriegen in einer Stunde Bescheid. Ich werde sehen, was ich da machen kann. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Ja, Jakobs, hallo. Wer spricht dort? Also hören Sie mal gut zu. Ich will Ihnen genau sagen, was ich mache. Nicht einen Pfennig bezahle ich. Mit solchen Ganoven wie Sie, da werde ich noch fertig. Noch ist er allein. 5 Minuten drüber, das ist gar nichts. Die werden schon noch kommen. Ah, da sind Sie ja. Ich habe schon auf Sie gewartet. Herr Signor Jakobs, donde está? Wir waren mit Ihrem Chef verabredet. Der kann nicht kommen. Er hat einen Schock. War doch zu erwarten. Esta es la última vez. Desde ahora el gente va a sentir incómodo. Das war das letzte Mal. Ab jetzt wird es ungemütlich. Das sind keine Anfänger. Danke. Nehmen Sie das Gedeck mit. Wollen Sie wirklich nichts? Nein. Überhaupt nichts? Ich sage doch, ich nehme nichts. Nimmst du die Sache mit der Erpressung nicht zu leicht? Soll ich zahlen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Dann lass doch wenigstens das Telefon überwachen. Vielleicht erwischen Sie ihn. Schließlich geht es um dein Leben. Ach was. Wenn sie Südamerikaner sind, wenn, die drohen doch nur. Heute Morgen hatte ich nicht den Eindruck, dass sie nur drohen. Wenn es nach dir ginge, hätte ich natürlich gleich gezahlt. Woher weiß die Polizei überhaupt von den Südamerikanern? Von mir nicht. Es war bestimmt dieser Heldau, den werde ich morgen früh zur Rede stellen. Aber lass ihn herkommen, im Geschäft bist du nicht sicher. Warum willst du dich in Gefahr begeben? Das ist doch verrückt. Schönen guten Abend alle zusammen. Oh, das riecht gut. Ich habe auch Hunger. Sieht schlecht aus, Richard. Hast du was? Bisschen Bewegung könnte dir auch nicht schaden. Was ist los? Isst du nichts? Das siehst du doch. Versteh dich, Richard. Würde mir auch auf den Magen schlagen, wenn mich jemand in die Luft jagen will. Hör endlich auf mit dem blöden Gequatsche. Richard! Will keiner hören. Wo gehst du denn hin? Interessiert niemand. Was hat er denn? Ich glaube, der hat Angst. Tag, mein Schatz. Ich wollte mit dir was feiern. Feiern? Ich habe keinen Grund, irgendwas zu feiern. Na hör mal, das ist doch so eine Art Geburtstag. Mach mal auf. Heute nicht, Peter, ein anderes Mal. Ich brauche meine Ruhe, ich will mich hinlegen. Na, ein Schluck wird doch noch wohl drin sein, ne? Wir haben ausgemacht, dass du anrufst, bevor du kommst. Na, nur heute ist eine Ausnahme. Bitte nicht. Tu mir einen Gefallen und geh wieder. Wir sind bei dir. Niemand, wer soll denn bei mir sein? Du hast die da umgezogen. Oder schläfst du in dem Fummel? Aha, das Bett ist schon gemacht. Du hast ja gesagt, das wäre aus mit ihm.
Fang nicht wieder damit an. Ich kann es dir erklären, aber nicht jetzt, morgen. Was gibt's denn da noch groß zu erklären? Bankkonto ist eben attraktiver als ich. Ich kann dir keine Wohnung einrichten. Wird jetzt nicht gemein, das habe ich alles selbst bezahlt. Aber von welchem Geld? Und vor allen Dingen, wofür hast du das Geld bekommen? Mach, dass du rauskommst. Ich habe genug von dir, aber diesmal für immer. Das ist doch ganz praktisch so. Ein Mann für die Schecks und einen fürs Bett. Ich möchte bloß mal wissen, was du an dem hast. Der kann doch gar nicht mehr. Wie viel zahlt er dir denn für einmal anfassen, ne? Weißt du, was du bist? Du bist nur teurer. Aber es kommt aufs Gleiche raus. Verschwind endlich oder ich schreie das Haus zusammen. Ich muss schon lange suchen, bis man so ein Miststück findet wie dich. Was Neues? Da ist noch ein dritter Mann gekommen. Habt ihr ein Bild gemacht? Ja, hoffentlich hat das Licht noch gereicht. Ist schon im Labor. Ein Abzug geht zum Staatsschutz. Schon woanders. Ist das die Wohnung, wo das Licht brennt? Ja, im zweiten Stock. Die beiden Häuser hängen zusammen. Vielleicht gibt es nur einen Dachboden. Ja, sehen wir uns das mal an. Um einer werdet ihr abgelöst. Es geht dort rund um die Uhr. Hab ich mir schon gedacht. Sind Sie verrückt? Was machen Sie da? Ich rufe die Polizei! Polizei! Da läuft er! Haltet ihn! Bleiben Sie stehen! Sie sollen stehen bleiben! Polizei! Kein Problem. Ich komme dann sofort rüber. Man musste Sie mich dann da rausholen. Hätte das nie noch Zeit gehabt? Sieht nicht so aus. Wer ist denn das? Ja, dann bis gleich. Einer von unseren Südamerikanern. Wahrscheinlich Francisco Monte. Hat zwei Polizisten umgelegt. Wo? In Paris. Interpol sucht ihn wegen Bankraub. Und der Staatsschutz, sind wir raus aus dem Geschäft? Nicht ganz, wir arbeiten mit Ihnen zusammen. Sollte es besser dein Wagen stehen lassen. Ah, ich fahre dann mit dir. Wann steigt denn die Aktion? Nicht vor morgen früh. Die Bilder werden nach Paris gefunkt zur Identifizierung. Mensch, wer ist denn das? SK1, Matowski. Ja, stellen Sie durch. Monte, sagst du? Francisco Monte. Namens Erwin. Ja, ich war noch bei Grabert, bei der Jubiläumsparty. Was? Wann ist denn das passiert? Und ob das wichtig ist? Vielen Dank. Nee, ist schon in Ordnung. Die haben den Wagen von Richard Jacobs zusammengewichst in der Seglerstraße. Da wohnt doch die Süße aus dem Büro. Ludmilla Dingsbums. Ist du sicher? Ganz sicher, so wie die aussieht. Sieh mal an. Der olle Jacobs. Das ist der Herr von der Kriminalpolizei. Guten Abend. Sie wollen einen Anschluss überwachen? Ja, hier ist die Genehmigung. Für Richard Jacobs. Zwei Anschlüsse in seinem Haus und drei in seinem Büro. Die 380er-Nummern laufen hier nicht auf. Ich weiß, das sind Ihre Kollegen zuständig. Dann kommen Sie bitte mit. Ja, Diekmann, SK1. Ja, verstanden, Armer. Danke. Antwort aus Paris. Francisco Monte ist einwandfrei identifiziert. Okay. Achtung an alle Einsatzgruppen. 10 Minuten bis Zuckerhut. Die Lage wird nur vom Mac und K bereinigt. Gut, dann geht ihr zuerst. Ja. Okay. Ende. Herr Weber, kommen Sie doch her. Da.
Verdammt nochmal. Die müssen weg. Ist nicht besser, wir lassen sie weitermachen? Das Risiko ist mir zu groß. Die müssen weg. Gut. Einsatzzentrale SK1. 103, bitte kommen. K1, 103, ich höre. Siehst du die Arbeiter? Von uns aus, auf der anderen Straßenseite. Ein Lastwagen. Ja, ungefähr 50 Meter von hier, da vor dem Haus. Die müssen weg. Versuch, sie ihnen beizubringen. Mach ich. Aber geh ganz dicht an der Wand lang. Ist doch klar. So ein Mist, ich hab's geahnt. Einsatzzentrale an alle. Mann vor der Tür ist unsere Zielperson. Aktion nur auf Befehl. Mit Gruppe 1 bitte kommen. Gruppe 1 bitte kommen. Dachboden meldet sich nicht. Ese, vámonos. Hände hoch, Waffe weg. Wo ist der Dritte? Aufmachen, Polizei! Bestimmt schon weg. Um die Zeit ist die immer schon zur Arbeit. Aus dem Haus ist keiner rausgekommen. Sie können ja mal nachsehen. Ich habe einen Schlüssel wegen der Katze. Aufmachen! Polizei! Wo kommen Sie denn her? Von Ihrem Bruder. Was wollten Sie von ihm? Ich habe ihm einen neuen Verschluss gebracht. Er hat angerufen gestern. Sie wissen doch, dass solche Sachen nur über mich laufen. Sie waren ja gestern den ganzen Tag nicht da. Na und? Das ändert nichts an meiner Anweisung. Halten Sie sich gefälligst daran. Wo ist er jetzt? In der Garage. Los, gehen Sie schon. Worauf warten Sie noch? Moment mal. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich habe Sie was gefragt, Herr Höfer. Suchst du was? Ich suche eine heile Stelle an deinem Wagen. Wie ist denn das passiert? Das ist doch kein Unfall. Das geht dich gar nichts an. Komm da raus. Ich
Du hast nicht viel Freunde, Richard. Lass das meine Sorge sein. Ist alles so gekommen, wie ich vorausgesagt habe. Du hast sogar eine ganze Menge vorausgesagt, was später eingetroffen ist. Dazu braucht man kein Hellseher zu sein. Du hast dir in den letzten 5 Jahren mehr Feinde geschaffen als Vater in seinem ganzen Leben. Kümmere dich nicht um meine Angelegenheiten. Ich weiß schon, was ich mache. Natürlich, Richard. Aber pass schön auf. Man hat nicht immer Glück. Was ist denn, Richard? Habe ich was Falsches gesagt? Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Bitte, richten Sie von den Töchtern zurück! Verlassen Sie die vorderen Räume! Begeben Sie sich in die Hinterräume! Por favor, repítelo otra vez, que no le comprendo. Pero bueno, ¿qué quiere? Ah, sí, entiendo. Hinhalten, solange wie möglich, wir brauchen Zeit. Tan rápido, imposible. Hace falta más tiempo. El conductor que solamente lleva un bañador. Y luego aeropuerto. ¡Achtung, Achtung! Quiero un avión lleno de gasolina hasta los topes. Y solo con los pilotos. ¿Entendido? ¡Cállese la boca! Sí, entendido. Haremos todo lo posible. Sí, hombre, sí. Tranquilo, hombre, tranquilo. Oiga, oiga. Er will einen Wagen. Der Fahrer darf nur eine Badehose anhaben. Zigarette? Der hat doch keine Chance. Woher will er denn damit? Zum Flughafen. Da soll eine Maschine stehen. Vollgetankt. Sagen Sie ihm, das geht nicht so schnell. Hab ich schon. Kannst du nicht endlich mit deinem blöden Grinsen aufhören? Was hast du denn? Ist doch ein schöner Tag. Zieh deinen dauernd an und grinst. Bitte, Papa. Robert, bring den Wagen in die Werkstatt. Ich muss aber um 11 Uhr im Büro sein. Ist zu viel verlangt? Schlüssel. Steckt. Ich gehe heute nicht ins Geschäft, sonst hätte ich es... sonst hätte ich es selber getan. Schon gut. Vielleicht schaffe ich es bis 11. Moment, ich komme mit. Du bleibst hier, ich habe mit dir zu reden. Ich komme doch gleich zurück. Du bleibst hier, verdammt nochmal. Schrei mich nicht an! Du hast kein Recht dazu. Ich kann gehen, wohin ich will, wohin ich will. Mein Vater sieht uns jetzt nicht mehr, also hör auf mit dem Theater. Du bringst mich doch auch sonst nie zum Baden. Ich will nicht, dass er merkt, was mit uns los ist. Er hat genug Sorgen. Wie rücksichtsvoll. Ich habe gestern Nacht auf dich gewartet. Bis 1:30 Uhr, wo warst du? Aus. Mit wem? Mit Freunden. Bitte, mit wem? Ein Verschluss, ein ganz normaler Verschluss, der Schlagbolzen fehlt. Das sehe ich mir lieber selber an. Du regst mich schon wieder auf. Du sollst mich doch nicht aufregen. Aber das machst du ja mit Absicht. Bist du zufrieden? Jetzt hast du es erreicht. Du warst doch gar nicht gemeint. Rühr mich nicht an. Du willst ja nur, dass ich krepiere, aber den Gefallen tue ich dir nicht. Das ist doch gar nicht wahr, Otto. Wir werden ja sehen, wer zuerst dran ist. Geh ihm nach, er soll seine Medizin nehmen. Seid ihr soweit? Dann bereit. Ahora, si no mato a la mujer, seguro que lo haré. Jetzt dreht durch. Wenn der Wagen nicht kommt, erschießt die Frau. Warum meldet Peel sich nicht? Wir brauchen eine Entscheidung, so oder so. Verbinden Sie mich. Herr Jacobs. Na, Sie haben mich ja ganz schön erschreckt. Ich habe geklingelt, aber es hat keiner geöffnet. Sie wollten mich sprechen? Ja. Herr Hiltau, die Polizei weiß von dem Geschäft mit den Südamerikanern. Von wem eigentlich? Doch nicht von mir. Von wem denn sonst? Zuerst wurden Sie vernommen und danach mein Schwiegersohn. Aber da wussten die es schon. Von wem also? Sie stehen nicht dazu. Sie sind ein Feigling, Hiltau.
will Sie im Geschäft nicht mehr sehen. Das gilt ab sofort. Das können Sie doch nicht tun. Keine Sorge, Ihr Geld kriegen Sie natürlich. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Als sie den Wagen angelassen hat. Bist du verletzt? Soll ich einen Arzt holen? Nein. Ich töte dich. Es ist alles in Ordnung. Was ist denn? Was ist mit Robert? Leg dich erst mal hin. Nein, hol die Polizei. Nicht übereilen. Ach, du willst, dass wir alle draufgehen? Das war doch keine richtige Bombe. Sonst wärst du nicht mehr lebend da rausgekommen. Das war nur eine Warnung. Ich danke. Jetzt sind wir nicht mal hier sicher. Warum holst du denn nicht die Polizei? Warum denn eigentlich nicht? Das bringt doch nichts. Ich finde schon eine andere Lösung. Reg dich nicht auf. Ist ja nichts passiert. Na, Gott sei Dank. Kann ich irgendetwas für dich tun? Danke, es geht schon. Ich habe mich hingelegt. Die Aufregung hat mich ziemlich mitgenommen. Ja, das glaube ich Ihnen. Und ausgerechnet Dank haben auch noch Herr Jacobs, ne? Herr Jacobs zu mir? Aber Fräulein Albers, Sie wohnen Seglerstraße 15, genau da, wo gestern der Wagen von Herrn Jacobs demoliert worden ist. Wie lange geht denn das schon zwischen Ihnen? Na? 3 Monate. Und was war vorher? Warum wollen Sie denn das wissen? Ist doch meine Sache. Ein Kollege Peter Höfer. Ja? Also nichts Neues. Aber sagt mir sofort Bescheid, wenn sich was tut. Also, Peter Höfer. Weiß er von Ihnen und Herrn Jacobs? Vor einer Woche hat er uns gesehen. Aber ich habe gesagt, ich habe mit Jacobs Schluss gemacht. Warum? Weil er verrückt gespielt hat. Ich wollte ihn beruhigen. Nachher war auch ganz vernünftig. Ja, bis gestern Abend. Ich konnte ihm doch nicht die Wahrheit sagen. Sie haben es doch selbst gesehen. Der ist doch unberechenbar. Also, ich hab's mir überlegt, ich werde zahlen. Aber das dauert natürlich, bis ich die Summe aufgetrieben habe. Und wo soll ich das Geld denn... Hallo? Hallo? Hier ist Michael Einzig und der Breche. Besteht die Möglichkeit, dass der Peter Funk mithört. Er hat hier bei einem Anruf gesagt, er würde sofort schießen, wenn das MEC eingesetzt wird. Achtung, der Pastor 1, für alle eingesetzten Kraftfahrzeuge. Ich gebe jetzt das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs bekannt. Es handelt sich um einen weißen 17M. Ich berichtige, ein Ford Consul. Achtung, hier ist nochmal Pastor 1, ich gebe die nächste Lagemeldung. Fahrzeug steht jetzt unmittelbar vor dem Eingang. Der Fahrer ist also eben ausgestiegen mit erhobenen Händen. Oiganme, el coche. Tienen que estar más cerca de la casa. ¿Entendido? Retírenle de nuevo. Tienen que estar mucho más cerca, mucho más cerca. ¿Me entienden? Mucho más cerca. Sí, lo he comprendido. Quiero el coche más cerca de la puerta. Él will, dass der Wagen durch die Tür kommt. Sagen Sie ihm, dass wir das veranlassen. Sí, hagamos lo que usted quiera. Tendrá el coche justo delante de la puerta. Eberhard, hörst du mich? Setz den Wagen zurück und fahr ihn dichter an die Haustür ran. Er will den Wagen unmittelbar vor die Tür haben. Komm vor die Tür. Gut, Eberhard. Jetzt vor. Stopp! Er brüllt nur von drin, dass ihm das alles zu lange dauert. Es sind im Augenblick so wenig die Möglichkeiten zu steigen, abzuhauen. Unabdingbar dicht bleiben. Pass auf, Bonzo bereitet jetzt seine Leute vor. Wenn er mit Geiseln rauskommt, schmeißt er sich dazwischen, kommt da oben raus und reißt den Widerstand wieder, wird sofort geschossen. Kein Schusswaffengebrauch. Die Lage wird ausschließlich. Fotografen zurück! Pinkies von Jan kommen. Ihr müsst nach Vater hören. In dem Augenblick, wo er in den Wagen einsteigt, egal was vorne passiert, geht ihr von hinten rein. Okay. Ich bin der Meinung, dass die Polizei es nicht mehr so gut macht.
Hier, sehen Sie das mal an. Danke, Sie können gehen. Das ist eine Unverschämtheit. Wie der letzte Verbrecher wird man hier behandelt. Mann, Mann, ja. Die paar Fingerabdrücke. Dann warum? Weshalb gerade von mir? Weil Sie den Wagen von Herrn Jacobs demoliert haben. Jacobs hat viele Feinde, den ganzen Haufen. Das wissen Sie auch ganz genau. Wieso kommen Sie da ausgerechnet auf mich? Das hier sind die Fingerabdrücke, die wir hier von Ihnen gemacht haben. Und das sind die, die auf der Eisenstange waren. Tut weh, was? Also machen wir Nägel mit Köppen. Setzen Sie sich hin. Nochmal Glück gehabt, gratuliere. War halb so schlimm. Halb so schlimm wie dieser Anhalter. Mit der Bombe habe ich nichts zu tun. Ich mache mich doch nicht kaputt wegen so einem Schwein. Wir werden sehen. Hier, unterschreiben Sie das. Aber lesen Sie es vorher noch durch. Arnold? Da bist du ja wieder. Ich komme gleich rüber. Hier. Kann ich jetzt gehen? Ja, natürlich. Erstmal. Aber Sie hören doch von uns. Na, sag ich's doch. Unkraut vergeht nicht, was? Na, was ist jetzt? Trinken wir oder schmusen wir? Herr Heldhau, ich brauche die Unterlagen für den Vertrag Kleber. Ja, ich komme nicht mehr ins Geschäft. Was heißt das? Fragen Sie Ihren Schwiegervater. Was ist denn passiert? Ich darf das Geschäft nicht mehr betreten. Ach, das ist doch Unsinn. Ich werde heute Abend gleich mit dem Chef reden. Schließlich gehört. Nein, bemühen Sie sich nicht, ich will nicht mehr. Solange ich da bin, hat er mich schikaniert. Jetzt ist Schluss. Ein für alle Mal, endgültig Schluss. Sie wissen jetzt, dass Sie sich nicht verkriechen können. Das nächste Mal machen wir ernst. Und als erstes ist Ihre Tochter dran. Antworten Sie. Also, ich hab's mir überlegt, ich werde zahlen. Aber das dauert natürlich, bis ich die Summe aufgetrieben habe. Und wo soll ich denn das Geld... Hallo? Hallo? Das war heute Vormittag, um 11. Eine Stunde später dann das. Gut, dass Sie jetzt vernünftig sind. 250.000 Mark in kleinen Scheinen. Ich sag später, wo das Geld übergeben wird. Und keine Polizei. Antworten Sie. Ich lass die Polizei raus. In 2 Stunden habe ich das Geld. Aber alles in kleinen Scheinen, das ist... Hallo? Hallo? 3 Stunden später hat er sich wieder gemeldet. Legen Sie das Geld in einen Koffer und fahren Sie um 5 mit Ihrem Boot Elb abwärts. Allein. Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf. Und keine Polizei. Der Witzbold. Antworten Sie. In Ordnung. Um 5 fahre ich los. Wie kann ich Sie aber... Hallo? Das war's. Wann war der letzte Anruf? So um 3. Da waren die Südamerikaner schon kassiert. Vielleicht haben wir nicht alle erwischt. Das kommt gar nicht in Frage, dass du fährst. Lass mich das machen. Gegen mich haben die nichts. Du bist wohl verrückt. Die halten dich fest und erpressen uns nochmal. Ich pass schon auf. Du passt schon auf. Wie willst du denn da aufpassen? Kannst du mir das sagen? Geht nicht, Ingrid. Die wissen genau, dass ich nur deinetwegen nachgegeben habe. Richtig, sei vernünftig und lass deinen Vater das machen. Du hast leicht reden. Du musst ja nicht gehen. Warum tust du es denn nicht? Ich? Dich halten sie bestimmt nicht fest. Du meinst, weil sie wissen, dass ihr für mich keinen Pfennig zahlt? Red kein dummes Zeug. Doch, sie hat recht. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich gehe. Oder wir beide. Nein, wenn ich gehe, gehe ich allein. Mit dem Sohn Graf ist da nicht viel zu machen. Der hat alles auf Band aufgenommen, jeden Satz einzeln bearbeitet und hinterher wieder zusammengeschnitten. Und die Fangschaltung? Die Anrufe sind alle aus dem gleichen Bezirk gekommen. Jedes Mal aus einer anderen Telefonzelle. Nur, leider waren die zu kurz. Der Anrufer war jedes Mal schon weg. Dann gibt's noch eine Möglichkeit, ihn zu fassen. Bei der Geldübernahme. Thank you.
Hier 57 58 97. Bitte verbinden Sie mich mit der Rufnummer 230 36 86. 36 86. Ja, ich warte. Danke. Hallo? Hier Robert. Ich habe noch keinen Kontakt. Es wird wohl auch nichts mehr. Sieht so aus, als spielen die Verkehrsüberwachung mit mir, wenn du verstehst, was ich meine. Ich komme zurück. Bis gleich. Ja, ist gut. Mein Gott, nochmal mussten die so nah ranfahren? Also um Geleitschutz kassiert doch nur ein Bekloppter. Na, das ist nicht ganz einfach da. Wenn da jemand in den Seitenkanal fährt, den findest du nie wieder. Ja, was haben wir jetzt? Jetzt ist er auf Tauchstation. Oder es gibt ja keine Erpressung. Vielleicht will man Jakobs in Wirklichkeit umbringen. Moment, Moment. Und die Anrufe? Damit kocht man ihn auf Sparflamme. Und uns lenkt man ab. Ich hab wieder was für euch. Das haben wir vor einer Stunde aufgenommen. Wieder aus dem gleichen Bezirk. Ich habe gesagt, keine Polizei. Ist Ihnen das Leben Ihrer Tochter scheißegal? Oder was? Ein Zufall. Aber nicht nochmal. Ich rufe Sie an. Morgen früh um 10. Halten Sie das Geld bereit. Und ich wiederhole, keine Polizei. Also um 10, ja? Hat er gesagt. Um 10. Morgen früh um 10. Halten Sie das Geld bereit. Und ich wiederhole, keine Polizei. Wo ist das Geld? In der Firma. Ich gehe doch nicht mit 250.000 Mark spazieren. Das mit der Polizei, war das Zufall? Das weiß ich nicht. Machst du mir bitte auch an? Hm. Vielleicht hören die dich doch ab. Unmöglich, das dürfen die nicht. Ich habe meinen Anwalt gefragt. Hoffentlich spielen jetzt die Südamerikaner nicht verrückt. Die haben sie heute Mittag verhaftet. Ich hab's gehört im Radio. Und das sagst du jetzt erst? Wann, heute Mittag? Ja, dann sind wir sie doch los. Darum haben die sich nicht gemeldet. Die Südamerikaner haben gar nichts damit zu tun. Von der Stunde hat der Kerl wieder angerufen, da war die längst geschnappt, also. Wie geht's jetzt weiter? Der ruft mich an, morgen früh. Soll ich das Geld wiederholen? Nein, du wartest im Büro auf meinen Anruf. Wenn das bloß schon vorbei wäre. Ja, gut, danke. Nie, sage ich Ihnen, Sie kriegen nie die Genehmigung. Die hab ich schon. Ganz gewöhnliche Funktionsprobe. Das ist verrückt, Matowski, total verrückt. Wissen Sie, was für ein Apparat Sie da ankurbeln wollen? Doch eine gute Übung für die Bereitschaftspolizei. Wie viel brauchen Sie? So viel wie möglich. Sie haben Nerven. Wenn das Ganze umsonst war, Herr Matowski, gehe ich in die Geschichte ein. Ja, mehr als 5 Stunden brauchen wir Sie ja nicht. Von 8 bis 1. Entweder haben wir dann den Mann oder... Oder? Oder Sie gehen in die Geschichte ein. Was machst du denn hier? Dumme Frage. Siehst du doch, ich sitze hier. Guten Morgen. Steig aus, ich muss ins Geschäft. Nimmst du mich mit, ja? Wer ist denn? Nimmst du es mal? Zu einem Freund. Ist gar kein Umweg. Wohnt da in der Nähe. Ja, wenn dein Bruder das erfährt, ist der Teufel. Er braucht es ja nicht zu erfahren. Ich fahr schon. Mach dich doch nicht verrückt, du hast doch gesagt, es kann später werden. Er hat bisher jedes Mal aus demselben Bezirk angerufen. Hoffentlich tut das heute auch. Wird er schon. Die kleben an ihren Gewohnheiten, das ist so eine alte Erfahrung. Na, hoffentlich. Und wenn alle Strecke reißen, kannst du dich ja immer noch als Suchhund melden. Magst du Eberhard? Ja, ist so warmherzig. Das Ding rührt sich nicht. Hallo, hier Jakobs. Hallo. Keine Anweisung mehr durch Telefon. Sehen Sie in Ihrem Briefkasten. Na. Machen Sie alles genauso. Funktionsprobe. Verstanden. Funktionsprobe.
Und? Alles durchsucht. Nichts. Ich brauche die Personalien. Auch von den Frauen? Auch von den Frauen. Drunter abspielen kann jeder. Und Ihr Name? Erich. Herr Dickmann. Ja? Telefon für Sie. 2071. Herr Seidel. Ja, Eber. Wo bist du? Ja, wir kommen gleich rüber. Also, was ist los? Ja, komm mal mit. Keine Anweisung mehr durch Telefon. Sehen Sie in Ihrem Briefkasten nach. Machen Sie alles genauso, wie es da steht. Darf ich vorstellen, Robert Leber, ein großer Schauspieler. Ein sehr guter Techniker. Und beinahe ein reicher Mann.